Ja, Tiere sind immer Traum. Aber welche Tiere sind wir denn? Sind wir vielleicht Orcas, die jagen im Rudel und spielen mit ihrer Beute? Oder Alpakas, weil Alpakas mag ja wirklich jeder. Oder, ach, wir sind Bienen. Bienen schwärmen nämlich aus und setzen Nadelstiche. Ja, wobei Bienen ist nicht so clever mit Schwarz-Gelb und Dortmund. Was meint denn ihr? Schreibt doch mal in die Kommentare, was sind wir denn manchmal für Tiere? Und was passiert jetzt? Auf geht's. Jo, was geht ab, Freunde? Ich bin der Bowie. Willkommen bei Werder TV Inside. Baby, gib mir mehr von dem, was du Werder nennst. So, da musst du auch gut schneiden. Aber ganz ehrlich, mit ein bisschen Autotune wird das doch funktionieren. Jo. Baby, gib mir mehr von dem, was du Werder nennst. Auch wenn es Inside ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Wir hauen Dortmund weg, Samstagnacht. Autotune oder kein Autotune? Oh, in Zukunft lieber kein Autotune. Das ist der heißeste Shit. Aber jetzt ernsthaft, hier kommen alle Infos zum Dortmund-Spiel. Bundesligaspiel? Topspiel? Definitiv. Also ein kleines bisschen ausführlicher wäre gut. Marco wird auf jeden Fall Niklas ersetzen und spielen. So, das habe ich auch Marco vor der Saison gesagt. Er ist der klare Backup für Niklas in dieser Saison. Und wenn Niklas ausfällt, bekommt er seine Chance. So, was da jetzt hinzukommt, ist, dass er ein überragendes Spiel gemacht hat in Leverkusen. Also wirklich auch überragend. Und auf Schalke ein sehr solides Spiel gemacht hat. Sehr reifes Spiel, sehr erwachsen. Was ja auch schon mal eine Fähigkeit ist für so einen jungen Spieler. Sie sind immer noch eine Mannschaft, eine sehr spielstarke Mannschaft, die es immer wieder versucht, in die Zwischenräume zu kommen, im letzten Drittel von da dann über Tempowechsel in die Tiefe zu kommen, die im Konter enorm gut ballferne Räume schnell anspielt, also erstmal kurz kombiniert, dann ballferne Räume, um dann ins Tempo zu kommen. Das heißt, das sind schon zwei herausstechende Merkmale, die sie haben. Jeder weiß, welche in dem Fall würde ich wirklich Bewunderung sagen, ich für Marco Reus habe als Spieler. Als Spielertyp, als Persönlichkeit auf dem Platz, wie er ein Spiel prägt, wie er mit Ball den Rhythmus bestimmt, den Tempowechsel einleitet, sich immer wieder in freien Räumen bewegt, aber auch gegen den Ball genau der Spieler ist, der das Pressing auslöst, der den richtigen Moment findet. Dass es ein wahnsinnig guter Spieler ist, der ihm da fehlt, das ist, glaube ich, steht völlig außer Frage. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Wie geht das Spiel aus? Leute, ich kommentiere morgen das Spiel hier im Weserstadion. Wenn ich nicht eingewechselt werde, dann wird dieser junge Mann hoffentlich ein Tor machen. Und das Spiel geht aus. 3-1 Werder. Ein sehr guter Tipp. 3-1 Werder. Den Tipp finde ich gut. Den Torschützen prinzipiell auch. Nur sind jetzt unsere Abwehrspieler, also mit Ausnahme von Theo, nicht gerade die gelebte Torgefahr. Torungefährlichster Bundesligaspieler mittlerweile mein Prädikat. Da gibt es bestimmt schlechtere. Ja, stimmt. Dennis Diekmeier? Ja. Aktuelle Bundesligaspieler. Wird mal Zeit, auch für mich, wäre cool auch fürs Selbstvertrauen, dass man auch mal wieder die Gefahr versprüht, ein Tor machen zu können. Ja, aber ich sollte mich dann wieder darauf konzentrieren, vielleicht erst ein Tor zu verhindern. hat am Wochenende ja auch nicht so geklappt, aber ja, wir arbeiten dran. Die letzte Woche haben wir doch abgehakt, oder? Ja, man hat das Gefühl, dass es so ein bisschen jetzt in einer Woche vieles kaputt gegangen ist, beziehungsweise wir vieles verspielt haben. Ich glaube, den Fehler darf man nicht machen, weil die Mentalität der Mannschaft oder der Charakter der Mannschaft spiegelt eigentlich genau das Gegenteil wider, dass wir bis zum Schluss alles geben werden, uns das schuldig sind und vor allen Dingen halt auch noch den Fans das schuldig sind, vor allen Dingen auch, weil man einfach im Hinterkopf immer wissen sollte, dass bis zum Ende einfach abgerechnet oder am Ende abgerechnet wird. Rechnen ist beim Blick auf die Tabelle auch genau das richtige Stichwort. Ja, ich hatte Mathe-Leistungskurs und habe mal versucht, ganz viele Sachen gegeneinander zu rechnen und habe dann relativ schnell gesagt, das macht keinen Sinn. Und von daher, wenn du mir sagen kannst, wie viel... Also ich mache irgendwas mit Medien. Ja, dann kannst du mir da auch nicht helfen. Von daher, wenn jemand... Also das weißt du ja, das ist ja Kaffeesatzleserei. Also irgendein Anhaltspunkt muss es doch geben. Kreuzmatrix hätte man aufstellen können. So, jetzt meine alte Mathe-Lehrerin stolz auf mich. Genau, Kreuzmatrix, 4 im Sinn und... Also, wir müssen ehrlich sein, wir sollten schon 7 bis 9 Punkte holen, damit wir noch eine theoretische Möglichkeit haben aufs internationale Geschäft. Endlich mal eine Ansage. Und wie machen wir das? So.
Genau, kämpfen bis zum Schluss und ganz wichtig, nicht zu viele Gegentore. Freut euch einfach auf Samstag 18.30 Uhr hier im Weserstadion. Bundesligaspiel, Topspiel. Also ich bin mir ganz sicher, das wird ein Fußballfest. Ja, und alle Highlights und alles zum Spiel gibt es wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen und bei Werder.de und Werder TV. In diesem Sinne, wir hauen Dortmund weg Samstagnacht. Auf geht's.